Sichtlich genervt reagiert er auf die Fragen des amerikanischen Journalisten Ramsan Kadyrov, Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Eigentlich wollte er über Sport reden, doch im Interview mit dem US-Sender HBO Real Sports wird er mit dem Vorwurf konfrontiert, Homosexuelle zu verfolgen. Jetzt wissen wir, warum er gekommen ist und worauf er mit diesen Fragen hinaus will. Das ist Blödsinn. Wir haben hier solche Leute nicht, wir haben keine Schwulen. Wenn es sie gibt, bringt sie nach Kanada. Gelobt sei der Herr, nehmt sie weit weg von uns. Wenn irgendwelche hier sind, nehmt sie mit, um unser Blut zu reinigen. Im Frühjahr hatte die russische Zeitung Novaya Gazeta über Folterungen und Ermordungen von Homosexuellen in Tschetschenien berichtet. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden mehr als 100 Menschen Opfer der Gewalt. Einige von ihnen haben jetzt mit dem Sender HBO Real Sports über die Folterungen gesprochen. Sie haben mir über meine Genitalien Stromschläge verpasst. Sie wollten, dass ich gestehe, schwul zu sein und dass ich andere verrate, sagt dieser Mann, der anonym bleiben möchte. Doch solche Aussagen überzeugen Ramsan Kadyrov nicht. Der tschetschenische Präsident, der Mitglied der Putin-Partei Einiges Russland ist, hält sie für Lügen.